Afrika ist so ein geiler Kontinent. Irokesen, Reptilien und wackelige Prüfungen. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Einigermaßen ausgeschlafen. Vielen Dank der Nachfrage. Wie geht es dir? Es ist schwierig. Also ich bin sehr froh, dass wir es fast geschafft haben. Es zieht sich langsam. Also die Sendungen sind gleich lang. Der Inhalt ist gestreckter. Und so wirkt, fühle ich mich auch gestreckt. Interessante Randnotiz für alle die, die wie ich den Rest noch nachschauen mussten oder wollten. Also vielleicht, es könnte ja sein, dass irgendjemand eingeschlafen ist von euch. Also ich ganz bestimmt nicht, aber irgendjemand ist vielleicht eingeschlafen bei Tag 15 im Dschungel. Auf RTL Now Plus, was heißt es jetzt Plus? RTL Now, TV Now, RTL Plus Now? RTL Direkt? RTL Direkt Plus. Ja, mit Jan Hofer. Da fehlt die Rauswahl von Papis und das vielleicht für Jolina. Also die haben tatsächlich, kann man online nachschauen, bis zu diesen kleinen, ey hier, ruft für mich an, ich bin voll cool und habe die Nummer 3 oder so. Das ist noch da und dann kommt ja aber die Werbeunterbrechung und dann laufen die ja ins Camp. Sonja und Jan. Und das fehlte. Das war mal weg. Kann man online nicht nachsehen. Ist geheime Reichssache. Weiß nicht, verschwunden, eingestaubt, eingedingst. Oder jemand hat einfach zu früh auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Das, man weiß halt, nein, Dennis. Das, du weißt doch, wie das noch läuft. Das ist halt, so Technik bleibt halt liegen, stehen. Da sitzen, laufen halt noch VHS-Rekorder. Du musst halt ein Praktikant das umwechseln, die Kassette. Da war die Sendung länger. Dann hat das mit dem Showview-Code nicht funktioniert. Du weißt, wie das läuft. Ach ja, aber ich glaube ja, Dennis, da muss mehr dahinter stecken, das ist eine Verschwörung. Du weißt ja, wenn einfache Erklärungen ein Problem oder eine Fragestellung lösen können, dann ist es meistens doch die Verschwörung, so ist es doch. Und beim RTL schon ganz besonders. Wir schweifen schon im Intro, in der Einleitung der Folge ab, weil Dennis hat schon gesagt, die Beiträge werden länger, alles was man hat wird so ein bisschen gestreckt. Also es gibt eine Sache, über die wir sprechen müssen, namentlich Lukas. Ich habe aber überhaupt keine Lust, über den zu sprechen. Mich nervt es einfach mega. Und ich finde es so albern und so schlimm, wie der sich verhält. Und alle anderen merken es auch. Also wie ich alle, selbst Jamila. Ja, und du hattest Versöhnung geschrieben. Ich glaube, es ist keine Versöhnung, sondern alle haben akzeptiert, der wird seine Rolle zwanghaft nicht verlassen, er wird seine Rolle nicht zwanghaft verlassen, weil er dieses Sauermann-Image bewahren möchte, dieser Familienvater und überhaupt alles so safe und der irgendwie der Sohn, der in die großen Fußstapfen getreten ist. Oh Gott, und wie er da auch noch im Dschungeltelefon sich selbst gelobt hat. Er muss sich selbst. Nee, also ich bin ja ein Harmoniemensch. Ja. Und ich helfe ja auch gern Leuten. Das macht mich glücklich, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Das ist, ich bin so selbstlos. Guck mal, ich bin echt, also, das ist mir auch ganz wichtig, dass Harmonie herrscht. Sonst kann ich gar nicht existieren. Boah, bleh, ich habe so oft in meinen eigenen Mund gebrochen. Meine Güte, öfter als Jolina bei der Fressprüfung, ja. Öfter als Jolina bei der Fressprüfung. Meine Güte, das kann er doch nicht ernst meinen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wirkte so, weil er sich auch das selber ständig quasi auch wiederholt als so Mantra. Ich glaube, der muss sich das immer wieder selber erzählen, sonst hält er das selber, glaube ich, scheinbar nicht mehr durch. Es ist so, meinst du, der ist bei Jana in die Lehre gegangen und die hat ihm mal erzählt, was er jetzt sich für ein Mantra da. Deswegen ist es keine Versöhnung, sondern alle haben gesagt so, ja komm, lass gut sein, das macht jetzt keinen Sinn, die 2 Tage und danach kann man immer noch ordentlich abhaten über den Typen. Ja, und aber da bin ich ein bisschen gebranntes Kind, Dennis, da muss ich sagen, das ist keine Versöhnung, aber mir stellen sich alle Nackenhaare auf, wenn ich sehe, oh Gott, da wird sich schon wieder umarmt, nachdem man sich am Tag vorher den Tod an den Hals gewünscht hat. Das ist für mich nicht der Dschungel, den ich sehen will. Das möchte ich einfach nicht. Das stimmt. Und das... Ja, genau, das passiert so schnell häufig, das passiert so, also für uns schnell, ne? Weil im Tag vergeht dann ja eine Nacht und dann hat man nochmal drüber geschlafen und man weiß ja, wie es dann ist und so, alles klar, aber für uns, die ja immer nur diese dann einigermaßen gepressten Beiträge, auch wenn sie etwas länger werden, sind es ja noch gepresste Beiträge, sehen und dann am nächsten Tag quasi da einsteigen, wo sie gestern aufgehört haben, emotional ja gar nicht so stark damit verbunden sind, wie die Leute, die es tatsächlich erleben,
ist es für mich einfach schlimm. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass ich so schnell und das alles, also es ist so schnell und das macht es schlimm. Ich möchte nicht, dass ich so schnell wieder vertragen wird. Und hier, auch wenn das nur so ein Fake-Frieden ist, es gefällt mir einfach nicht. Es gefällt mir nicht. Die sollen den isolieren. Alle finden den scheiße. Alle finden den scheiße. Dann kann man es auch mal machen. Vor allem muss er auch mal sagen, das ist ja jetzt nicht so, als würden die sich da irgendwie groß wenn die das machen würden, als würden die irgendwie groß über sein Aus im Dschungel bestimmen oder so. Ist ja nicht so, als würde er immer am Vielleicht rumkratzen und wenn sie jetzt und wenn sie dem jetzt nochmal den Rest geben und den isolieren im Camp, dass er dann rausgewählt werden würde. Ganz im Gegenteil. Der flutscht ja immer durch. Ja, die Katzen-Army ist da heiß am Werkeln und telefonieren. Iris Klein hat so viel scheinbar angerufen, dass sie jetzt aus dem gemeinsamen Haus ausziehen musste. Das ist, ja, also das ist insgesamt auch, man merkt halt auch, wie ihm diese Fassade auch langsam wegbröckelt, dieser, das ist immer noch so eine, scheinbar für die Katzenarmee aus, im toleranten Bereich, dieser Rassismus und Sexismus, bei dem der so auskippt, also da hat dann plötzlich, das war mein Tablettenwecker, by the way, und es tut mir leid, ich bin mittlerweile 30, es ist körperlicher Zerfall. Wollen wir kurz Tablettenpause machen, das ist vielleicht auch interessant für die Hörerinnen und Hörer, wir machen kurz Tabletten, ich gehe dann auch. Nein. Das ist halt, da wird halt dann halt plötzlich Cosimo seine Tage, dann wird dann so in so komischen, oberflächlichen Fragen, dann plötzlich interessiert er sich nach 2 Wochen für die anderen Leute und bei ihm kommt dann so Fragen raus, ja, Papst ist schwarz, deswegen frage ich ihn, ob Afrika sicher ist. Nee, Senegal. Senegal ist sicher, ja. Ah, wo wohnt deine Mutter? Ja, in Dakar. Oh, zum Glück, man sieht richtig in seinen Augen, oh, zum Glück habe ich den Namen Dakar schon mal gehört. Ja. Keine Ahnung, wo es auf der Karte ist, aber, ach ja, Dakar, Oh Gott, das ist einfach so schlimm. Einfach so eine, das ist halt... Aber Dennis, Afrika ist ja auch so ein geiler Kontinent. Ja, es ist halt, das ist quasi, das ist so geil, es könnte fast ein Land sein. Ja, das ist echt so absurd. Oh. Ja, aber der ist halt sicher in den Top 3. Es tut mir leid. Der wird einfach. Nee. Es ist einfach, das ist. Und die Gefahr besteht immer noch, dass er König wird. Will ich aber nicht. Ich weiß das will ich aber alles nicht. Das wollen wir aber nicht. Das ist da kommt mein Januar-Moment dabei raus. Ich würde dann stürmen. This is not my president. So. Wie fandst du eigentlich, wo du gerade bei This is not my president bist und ich jetzt zwanghaft versuche, von Lukas wegzukommen, wie fandst du eigentlich so den Moderations-Arc in der gestrigen Sendung, der sich ja um Wahlen gedreht hat? Furchtbar. Fand ich auch schlecht. Ich fand die Idee ganz nett und irgendwie wirkte das ein bisschen so, als hätte man eine nette Idee gehabt und dann mal ganz schnell, also als wär die Idee sehr spät gekommen und man dann so ganz schnell so Moderationen geschrieben hätte. So ein bisschen überhasste, da fehlte irgendwie Liebe. Ja, es war halt erzwungen und man hat versucht, irgendwelche Properties von den Stars auf Parteien zu mappen und es irgendwie. Also der einzig gute Gag war wirklich das Frauenbild von Lukas und Gigi. Die sich in dem Punkt tatsächlich nicht unterscheiden. Es sind nur einfach irgendwie 30 Jahre dazwischen. Ja. Also nicht im Frauenbild, sondern einfach nur in deren Alter. Aber sonst war es ein bisschen, naja, gut, geschenkt. Passiert auch Moderatorinnen und Autorinnen haben mal schlechte Tage und man muss einfach nur abliefern. Ja, nur Podcaster, bei denen läuft es immer wie geschmiert. Ja, abliefern mussten außerdem Cosimo und Julina. Das ist eine goldene Moderationsbrücke, da kann sich der RTL eine Scheibe abschneiden von. Den Faisal Gürser Award kriegst du jetzt, Verlieren, meine Güte, es nagt einfach, dieser wenige Schlaf und dieses, ach Gott, Hilfe. In der Dschungelprüfung mussten die beiden ja in so 2 Kammern und dann mussten sie mit so Magneten Sterne an der Wand vorbeischieben und in der Kammer waren halt so übliches Getier, was auch Wasser aushält. Also keine Kakerlake auf dem Rücken. Ich fand diese Prüfung sehr schwer. Ja, ist sie. Weil du musst halt. Die hatten ja die Zeitbegrenzung fand ich übel und dann durfte ja auch, also die mussten das ja durch dieses Sternlabyrinth ziehen mit dem Magneten. Das hat ja erst gedauert, bis sie den Magneten hatten. Und was ich nicht verstanden habe, ist,
warum man Julina nicht erlaubt hat, schon die anderen Sterne zu holen, während Cosimo das Ding da noch rausfischt. Weil du möchtest quasi den Fokus in der Kamera auf eine Person haben und während wenn die andere was macht, dann ist ja verpasst der Zuschauer ja was. Ja, aber dann musst du die Zeit länger machen, weil das war ja echt, also ich meine, selbst wenn die sich krass beeilt hätten, glaube ich, wäre das mit 6 Sternen knapp geworden. Ja, ist tatsächlich. Also ich glaube, entweder hätte man den Magneten ihn direkt in die Hand drücken sollen oder, keine Ahnung, oder die Zeit verlängern. Aber es war halt... Waren vielleicht 2 Schrauben zu viel auch bei den Magneten, ne? Ja. Das hat ziemlich lange gedauert. Es ist halt, du musst halt ständig wieder unter Wasser und wenn halt deine Unterwasser-Atem-Anluft halt Möglichkeiten beschränkt sind. Und da war tatsächlich Cosimo gar nicht, also der war sehr super gut sogar tatsächlich. Ja, total. Seine Statur sagt er ja was anderes. Deswegen war das eine respektable Leistung, finde ich, 3 von 6 Sternen. Wenn das mit den Magneten schnell gegangen wäre, wäre sicher 4 oder 5 sogar drin gewesen. Weil sie hatten nach dem 2. Stern den Dreh raus, da ging es richtig flott. Ja, das ist, aber ich meine, das ist ja immer so, dass du so einen gewissen Lernprozess hast und das dauert, ne? Das muss man ja mit einpreisen in die. Ich weiß nicht, ist das eine Prüfung, die auch bei den Briten lief, Dennis? Oh, das. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich habe die letzte Staffel nicht gesehen. Die letzten beiden, deswegen weiß ich es leider nicht. Denn da hätte man ja schon draus lernen können, wie lange die so brauchen, ne? Ja. Also, na gut. Ja, aber es morgen war halt in der Prüfung, Dennis. Achso, nee, sag es. Ja, aber die Prüfung hat zumindest ein paar lustige Bilder geliefert. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Ich fand eher die Geräusche lustig. Ich finde es ja, also das ist kaum was Unterhaltsameres in dieser Staffel, als wenn Cosimo rumschreit, weil wieder irgendwas passiert. Ja, aber der es ist halt. Der leidet ja wirklich stark. Oh, das macht ihr mit Absicht. Oh, wunderschön. Ja, natürlich machen die das mit Absicht. Und dass sie beide dann diesen Lego an auf dem Kopf hatten, total super. Das war wirklich hervorragend. Nee, ich wollte sagen, morgen in der Prüfung unsere kleine Überleitung zu machen, Dennis. Wir hatten ja gehofft, ne, Krieg der Sterne, dass Cosimo dran teilnimmt. Ja. Also du hast ja schon nachgeschaut und gestern schon mehr oder weniger rausgefunden und gespoilert, dass meine Hoffnung, die ich gehegt hatte, nicht aufgehen wird, weil das erst der Krieg der Sterne erst kommt, wenn sie zu 5 sind. Ja. Dann findet der ja morgen statt, der Krieg der Sterne. Ja. Und wenn die Regeln wieder so sind wie heute und die von gestern gesperrt sind, dann machen Krieg der Sterne Jamila, Gigi und Lukas. Ja, aber Krieg der Sterne waren ja 5 Leute, auch 5 Leute im Wasser. Nee, nur 3. Und was machen die anderen beiden? Was machen die anderen beiden? Das ist eine gute Idee. Ich glaube, es waren 5 Leute schon. Aber da laufen doch nur 3 hoch, oder nicht? Aber es sind doch 5 Sterne am Ende, musst du doch sammeln. Und deswegen musst du ja auf einem Stern sitzen. Es muss also physikalisch, müssen schon 5 Stars drin sein, um auf 5 Sternen... Warum, was ist denn... Wer hat denn meine Erinnerung hier so zerstört? Was? Das, in meinem Kopf sind das ganz klar 3 Leute, die da sitzen. Ja, weil... Keine Ahnung. Es würde mich wundern, es müssen ja 5 Leute sein, weil die müssen ja auf 5 Sternen sitzen. Nee, ich weiß, was es ist. Ja. Mandela-Effekt. Ja, im Zweifel ist es das. Ist der Mandela-Effekt. Weißt du, kennst du auch die physikalisch völlig korrekte Erklärung, warum es den Mandela-Effekt gibt? Nee. Na, weil in CERN, ja? Ja. Im Teilchenbeschleuniger, da gab es einen Unfall und deshalb sind wir ganz leicht in der Dimension geschiftet und wir leben jetzt in einem alternativen Universum, was aber nur so ein ganz bisschen daneben ist. Deshalb waren das nämlich früher, meine Erinnerung stammt noch aus dem alten Universum, da waren es 3 und 2 haben zugeguckt. Deine, interessanterweise nicht. Ich hoffe, also du bist mitgeschiftet, deine Erinnerung ist mitgeschiftet. Ich komme aus dem anderen Universum, du warst schon immer hier. Ich hoffe, im anderen Universum habe ich 20 Kilo weniger. Ja, Cosimo hat die jetzt bald auf jeden Fall. Ja, man sieht das richtig bei dem an, dass der weniger wird. Richtig krass, richtig. Also ja. Ich meine, ich finde, man sieht es allen an. Also Muskelabbau geht echt voran. Also das ist auch, glaube ich, so ein guter Trick, den man so 3 Monate vorm Camp machen kann. So 3-mal die Woche Muckibude und ein bisschen Muskeln aufbauen, damit man die auch ein bisschen verlieren kann und nicht komplett sofort alles komplett elend ist irgendwie. Aber das hilft schon. Aber Cosimo sieht man es richtig heftig an. Aber der leidet halt auch sehr drunter, ne? Das muss man sagen. Der ist einfach komplett fertig. Ja.
Er hat langsam einfach keinen Spaß mehr. Für den ist es nur eine Quälerei. Und ich finde das wirklich höchst, also viel mehr Respekt, höchst respektabel, höchst respektabel, wie der sich da durchbeißt. Ja, es ist halt natürlich, er liegt ja ein bisschen rum, aber dann hat er immer so Outbursts von so Restenergie und dann macht er da noch die Sachen. Dann macht er das noch, aber dann möchte er aber auch gerne mal einfach eine Stunde rumliegen und wegdösen. Dass er nochmal diesen Scherz gemacht hat mit dem vierten Stern in der Tasche, den er gar nicht hatte. Ja. Das schon beim ersten Mal nicht witzig war, aber diesmal dann irgendwie doch, weil man gedacht hat, hä? Wo kommt das denn her? Wo ist denn auf einmal die Energie dafür hergekommen? Ja. Ich glaube, es ist glaube ich so eine Mischung aus Langeweile. Sobald der was zu tun hat, findet er auch die Energie, aber dieses lethargisch im Camp sitzen und dann quatschen die halt immer nur über so problematische Themen wie Lukas oder Ängste. Ich glaube, der braucht einfach eine Beschäftigung. Das ist glaube ich das Problem. Aber zu Jamila hat er ja gesagt, er möchte auch einfach mal für sich sein. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, er hat einfach nur keinen Bock, diese oberflächlichen Gespräche, die da am Camp, am Feuer stattfinden. Weil die müssen ja oberflächlich sein, sonst kommt der Lukas nicht mit. Das ist richtig. Wir haben aber, als er dann das Essen verweigert hat, was ja eigentlich immer, also ich sag mal, bei Haustieren ist ja immer ein schlechtes Zeichen, ne, wenn die nicht mehr essen. Ja. Kam ja Gigi sogar an und das wurde, glaube ich, das erste Mal im Camp richtig italienisch gesprochen, oder? Das stimmt! Er hat ihm tatsächlich gesagt so, ey, reich dich mal zusammen, komm mit. Und es musste untertitelt werden. Ja. Ich frage mich, haben die eigentlich so einen Resident-Italienisch-Übersetzer? Musste das gescrambled werden? Mussten da 300 Faxe zwischen Köln und Mullerwumba geschickt werden, damit das funktioniert? Das macht alles Mickey Beisenherz in Personalunion. Ja. Aber auch das hat nicht geholfen. Erst Damilias einfühlsame Art hat ihn ein bisschen wieder hochgebracht. Was definitiv nicht half, war Lukas' Erklärung, dass er seine Tage hätte. Ja, also. Was will man da sagen? Das ist ja genauso. Ein anderer Punkt war ja auch Jamila, die ja ein bisschen erzählt hat, auch von sich und so, auch sehr, nur wieder sehr ein bisschen auf die Tränendrüse drückend und halb Twitter ist in den eigenen Tränen ersoffen. Aber sie hat ja auch noch einfach so ein herzloser Mensch, weißt du das? Sie hat Druckerprobleme und du nimmst das nicht ernst. Nee, das war somit das Unterhaltsamste der letzten Tage, wie sie beschrieben hat, dass sie ihren Drucker zerstört hat, als er einen Papierstau hatte. Und dann hat sie gesagt, und ich habe noch keinen tollen Drucker gekauft, und das war alles so im Kontext, als sie gerade über ihren Sohn gesprochen hat und gerne mehr Kontakt zu ihm hätte und dass sie ja auch wahrscheinlich dann seine Hilfe braucht, um den neuen Drucker einzurichten. So in diesem Kontext, das hat sie so nicht gesagt, aber so kam das irgendwie zustande. Und dann hat Lukas sich aber aufgeschwungen und gesagt, nee, brauchst du gar nicht, pass auf, Puppe, ich erkläre dir, wie das geht. Guckst einfach in deinem WLAN und da findest du den Drucker und dann klingst du drauf und paff, dann ist er verbunden. Was? Niemand hat dich gefragt, Lukas. Ja. Niemand wollte deine Hilfe. Deine Erklärung war auch nicht besonders gut. Kein Mensch, der Probleme hat, so eine Technik einzurichten, kann mit der Beschreibung, die du gerade so oberflächlich hingeschissen hast, irgendwas anfangen, geschweige denn sich merken und das reproduzieren. Ist einfach völlig unnötig. Weißt du, was da noch gefehlt hätte? Wenn er noch ganz, so um den Schlusspunkt zu setzen, seine Handyhülle von seinem Android-Handy mit dem Schreibschriftfont einmal so umgeklappt hätte, mit so klatscht. Ja. Ah. Oder so ein, es fehlt auch noch, ich möchte eigentlich auch noch gerne sehen, wie er sich die Lesebrille aufsetzt, um das Foto zu machen. Weißt du, wenn dann immer so die Hälfte von diesem Umklapp Ding so runterbaumelt. Oh, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, warum Menschen ab 40 diese Handyhüllen haben? Du, das sind nicht nur Menschen ab 40, Dennis, ich kenne Menschen, die sind unwesentlich älter als du und haben solche. Und das zwar schon seit die Mitte 20 sind. Oh Gott, echt. Mir kann auch keiner erzählen, dass die ultra praktisch seien. Nee, ich habe so ein Ding für mein Arbeitshandy. Ja. Also nicht so ganz übertrieben, nicht mit so einem, nicht so, es gibt ja noch diese Teile, die so ein Klett haben, weißt du, den du auch einmal umschwingst, damit das auch zuhält. Das, oder so ein Druckknopfverschluss. Das ist irgendwie das Allerschlimmste.
bei mir klappt das einfach nur zu und das finde ich schon nervig. Ich habe halt nur Schiss, das Teil aus der Hülle rauszunehmen und das ist, und dann fällt es mir runter und ich kriege halt irgendwie Stress oder so. Das stimmt. Ja, okay. Vielleicht ist es das. Es ist vielleicht einfach Sorge um seine teure Position, seinen teuren Besitz, weil Handys sind ja schon teuer und man will ja auch irgendwie ständig austauschen und Spider-App, klar. Aber da gibt es bessere Lösungen als diese versifften braunen Lederhüllen. Aber zu diesen Handy-Umschlaghüllen passt auch ganz gut die Kalendersprüche, die Gigi uns heute gegeben hat, um sein Frauenbild ein bisschen zu illustrieren. Ne? Ich baue ein Haus und sie macht daraus ein Heim. Ich bringe Nahrung, sie macht daraus eine Mahlzeit. Oh, und da hat Julina viel zu sehr auf den Punkt gefragt, wo hast du die her? Pinterest? Nee, das war nicht. Doch, das war Julina tatsächlich. Ja. Oder war das? Ja, doch, genau. Aber Papis hat dann so gelacht. So rum war es, genau. Papis hat dann gelacht. Wo hast du die gefunden? Ja, genau. Also wirklich, das war wirklich spot on. Der hat total gesessen. Leider hat Gigi das nicht verstanden. Nee. Ah. Ja, wir dachten echt, dass Lukas nur der Kalendersprüche-Klopfer sei, aber nee, Gigi kann das genauso gut. Aber bei Gigi habe ich irgendwie noch das Gefühl, das sind halt so Kalendersprüche, die der aufgeschnappt hat und irgendwo wiedergibt, aber bei Lukas passiert das alles aus seiner inneren Überzeugung heraus. Ja, das ist vielleicht der Unterschied, aber Gigi... Darfst du nicht vergessen, dass Gigi erst Anfang 20 ist, 23 oder so. Ja. Aber auch insgesamt, Gigi, ich finde den im Gegensatz zu, wie hieß unser Kandidat vorher in der vorigen Staffel, der ähnlich einfach unterwegs war, du hattest den erwähnt, Du meinst der spätere Dschungelkönig Philipp? Ja, Philipp, Gigi hat Tiefen tatsächlich. Er ist nicht durchgängig tief, aber er hat so schon Rillen tatsächlich. Da passiert auch was. Der ist auch in einer gewissen Art auch teilweise reflektiert, aber immer noch, das wiederhole ich, er ist absolut denkfaul. Er könnte mehr, wenn er wollte, aber muss man ja nicht. Ich fand, also ja. So viel Reflexion hatten wir nicht, als er gesagt hat, da merkt man schon, ich bin immer noch ein bisschen zurückgeblieben. Fand ich, also ja, so viel genau. Reflexion hatte im Kampf selten jemand. Ja, das stimmt. Jemand, der zugibt, dass er wahrscheinlich doch nicht die hellste Kerze ist. Das fand ich auch dann irgendwie sehr sympathisch, genau wie, dass er noch bei Mama lebt. Ja. Auch ganz süß eigentlich. Jetzt könnte man wieder sagen, also Lukas würde sagen, naja, typisch Italiener. So, kommen wir mal zum Punkt hier. Gibt es noch was? Ja, es gibt ja noch. Papis ist raus. Genau, Papis ist raus. Der war irgendwie abzusehen nach gestern und heute, ne? Ja, da ist nicht mehr so viel drin. Julina hat ihn vielleicht bekommen, das hat mich tatsächlich schockiert. Ja, aber es könnte sein, dass sie einfach nur vergessen worden ist. Ja, und das genau zum richtigen Zeitpunkt kam, damit sie ins Finale kommt. Genau. Die spannende Frage ist, wer als nächstes geht. Wir haben ja zwei Leute müssen weg. Es tut mir leid, aber ich sehe tatsächlich, also ich glaube, Lukas wird ins Finale gewählt und das kotzt mich richtig an. Ich glaube auch, dass Cosimo leider gehen wird. Cosimo wird leider gehen, wahrscheinlich wird Damilia. Eher Gigi, glaube ich. Morgen werden die Italiener aus dem Camp verräumt. Oh Gott, nein. Ja, also Gigi ist ja okay, den hätte ich jetzt nicht im Finale gesehen, aber ich hätte tatsächlich gerne, also mein Traumfinale wäre Julina, Damila und Cosimo gewesen. Aber wenn Gigi und Cosimo gemeinsam ausziehen, dann gehen die auf jeden Fall irgendwie zum Italiener. Oh ja. Und RTL filmt Cosimo wie eine, genau. Aber das ist Cosimo, peilt das auch nicht so richtig und geht voll drin auf. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Lukas kommt ins Finale. Ich glaube aber nicht, dass er Dschungelkönig wird. Ich glaube, er wird... Nee, dafür wird es nicht reichen. Ich glaube, er wird dann Zweiter. Er hat irgendwie noch genug, aber dann ist der Hate ist dann zu groß und dann wird er unterlegen sein am Ende. Ja. Sehr schön. Wir haben noch wieder ein bisschen überzogen, also nicht wir, sondern der RTL. Ja, nur noch 15 Minuten. Wir sind jetzt bei 315 Minuten.
Ich glaube, wir werden nicht die 400 Minuten knacken, zum Glück. Aber trotzdem Respekt, RTL. Ja, schon ordentlich ja, Minuten uns rausgeleiert. Naja, aber auf jeden Fall werden es wahrscheinlich noch 360 Minuten und damit quasi 4 extra Folgen. Ja. Das muss man ja auch mal so sehen. Also das ging ja eigentlich 20 Tage lang, das Camp. Ja, so fühle ich mich tatsächlich ein bisschen. Ja, es schlaucht. Es schlaucht immer mehr. Wir werden auch nicht jünger, Dennis. Das stimmt. Vielleicht werden wir auch im nächsten Jahr für einzelne Tage gesperrt. Aus gesundheitlichen Gründen. Ja, oder wir, ja. Gut, dann machen wir hier mal den Sack für heute zu. Das war Tag 15 im Dschungel. Morgen hören wir uns wieder. Wir kommen dann wahrscheinlich ein bisschen später. Heute findet noch eine Großveranstaltung statt in der Stadt, in der wir leben, die wir beide gerne besuchen. Es könnte sein, dass wir ein bisschen später nach Hause kommen und dann erstmal ausschlafen müssen. Deshalb nehmt bitte Rücksicht auf uns. Und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne auf dschungelpodcast.de/unterstützen schauen, wie ihr uns unterstützen könnt. Oder ihr folgt uns einfach auf Twitter @dschungelpod. Da wird Dennis dann heute Abend vielleicht, ja wahrscheinlich kriegt er ja, das schon, ja, mit, ja, ja. Die Folge noch live mit euch auf Twitter zu verleben. Ich muss mal gucken. Wir hören uns morgen, Dennis. Wir sehen uns gleich. Ja. Aber wir hören uns morgen. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.